Da sind wir auch schon wieder bei einer weiteren Folge von Wir modden eine Xbox. Es ist endlich soweit. Heute machen wir den Hotswap. Wir haben ja in der letzten Folge schon diese schöne Recovery-CD erstellt und damit lassen sich Xbox-Festplatten formatieren. Ich habe die Festplatte dazu schon ausgebaut, ja. Das ist eine Festplatte mit dem Fehlercode 16. Und das Gute ist, an der Methode, die wir benutzen, können wir nicht nur einen Fehlercode 16 beseitigen, nein, auch den Fehlercode 13 und 21. Denn diese drei Fehlercodes basieren alle auf demselben Problem. Da ist irgendetwas mit der Festplatte nicht in Ordnung, sei es nun die Partition oder was auch immer. Auf jeden Fall kann man diese drei Fehlercodes mit dieser Recovery-CD beseitigen. Wenn wir diese Festplatte wieder zum Laufen bekommen haben, bin ich aber noch nicht fertig. Ich möchte das Ganze dann mit einer ganz neuen Festplatte nochmal wiederholen. Und zwar tun wir dann einfach mal so, als wäre die originale Festplatte nicht mehr zu gebrauchen. Sagen wir einfach mal, die ist jetzt kaputt oder so. Auf jeden Fall funktioniert das mit dem Formatieren nicht oder die wird nicht erkannt, wie auch immer. Deswegen nehmen wir dann dazu mal eine andere Festplatte. Der Plan sieht also wie folgt aus. Ich werde euch erstmal zeigen, was für eine Hardware ihr braucht, um diesen Hotswap zu machen. Werde euch die Anschlüsse und alles Mögliche zeigen, wie ihr alles anschließt. Danach werden wir erstmal die originale Festplatte formatieren, in der Hoffnung, dass die Xbox damit wieder läuft. Und selbst wenn nicht, werden wir eine andere Festplatte benutzen und diese formatieren. Und danach wird die Xbox auf jeden Fall wieder laufen. Das Coole an der ganzen Sache ist, was ich auch davor in dem Video schon gesagt habe, die Xbox wird am Ende sogar schon gesoftmodded sein. Aber dazu kommen wir dann später. Ich würde jetzt sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Ganzen. Hier könnt ihr jetzt erstmal den alten PC sehen, den ich fürs Hotswappen benutze. Wie ihr sehen könnt, hat das Motherboard noch zwei IDE-Anschlüsse. Das ist einmal der blaue Anschluss, ist der IDE1 und der weiße Anschluss ist der IDE2. Das Motherboard ist sogar noch ein Hybrid. Das hat hier unten schon zwei SATA-Anschlüsse. Geht an der Stelle aber auf Nummer sicher und klemmt auf jeden Fall alles ab, was ihr nicht braucht. Also keine SATA-Festplatte, nichts. Denn wir brauchen wirklich nur die zwei IDE-Anschlüsse. Die Verbindungen, die wir benötigen, sehen wie folgt aus. Am IDE2 wollen wir das Laufwerk als sekundären Master ansteuern. Deswegen muss beim Laufwerk der Jumper auf Master gesteckt werden. Jetzt nehmen wir das erste IDE-Kabel, stecken es in den IDE2 und die andere Seite vom Kabel, also so gesehen die Master-Seite, stecken wir jetzt ins Laufwerk rein. Und jetzt steuern wir das Laufwerk als sekundären Master an. Bei der Festplatte ist es eigentlich dasselbe, nur dass wir diese als primären Master ansteuern wollen. Das ist jetzt die originale Western Digital aus der Xbox. Und wenn wir uns mal hier den Jumper angucken, steht der momentan auf Cable Select. Ja, wenn ihr mal hier auf das Diagramm guckt, seht ihr Cable Select. Und die Xbox kann immer Festplatten auf zwei Arten lesen. Das wäre jetzt einmal die Master-Position und einmal die Cable Select-Position. Momentan ist das ja auf Cable Select geschaltet und wenn wir die Master-Position haben wollen, müssten wir den Jumper komplett rausziehen. Das ist natürlich kein Muss. Ihr könnt das auch gerne mit der Cable Select-Variante ausprobieren. Ich mache das aber lieber so, um auf Nummer sicher zu gehen. Was wir aber auf jeden Fall machen müssen, ist das andere IDE-Kabel nehmen, es in den IDE1 am Motherboard anschließen und die andere Seite in unsere Festplatte. Und jetzt haben wir zu 100% das Laufwerk als sekundären Master und die Festplatte als primären Master angeschlossen. Beim richtigen Hotswap gibt es natürlich noch Kleinigkeiten zu beachten, auf die werde ich gleich richtig eingehen. Jetzt gerade konntet ihr nur sehen, wie der allgemeine Anschluss sein sollte. Falls ihr noch Fragen dazu habt, wird euch dieses Bild auf jeden Fall weiterhelfen. Nachdem wir den Anschluss jetzt gesehen haben, gucken wir uns mal das Setup für den Hotswap an. Die Xbox sollte auf jeden Fall schon mal in der Nähe des PCs stehen, einfach damit ihr mit dem IDE-Kabel sicher an die Festplatte rankommen könnt. Die Xbox sollte auch am Strom angeschlossen sein, damit ihr ganz einfach die Festplatte immer noch über die Xbox mit Strom versorgt. Was auch sehr wichtig ist, das AV-Kabel muss an der Xbox angeschlossen sein. Das braucht nicht am Fernseher angeschlossen zu sein, Hauptsache das ist an der Xbox. Und wir möchten einen Fehlercode 12 erreichen, damit wir die Festplatte anlocken. Diesen Fehlercode 12 bekommen wir, wenn wir ein Kabel vom Laufwerk ziehen. Das kann entweder das Stromkabel sein oder das IDE-Kabel. Das ist völlig egal. Wichtig ist einfach nur, dass wir diesen Fehlercode 12 bekommen, um von diesem Fehlercode 16 abzulenken und somit die Festplatte frei haben zum Formatieren. Wie ihr den richtigen Fehlercode erkennen könnt, zeige ich euch jetzt, wenn wir die Konsole einfach mal so anmachen, dann wird die jetzt versuchen hochzubooten und
nach dem Logo werdet ihr sehen, ist nicht viel passiert. Da ist so ein Service-Bildschirm und oben links in der Ecke seht ihr die Zahl 16. Deswegen funktioniert unsere Xbox auch nicht. Wenn ich jetzt mal hier hinten das IDE-Kabel rausziehe, ja, und die Xbox neu starte, und jetzt gucken wir mal, was nach dem Booten passiert. Ihr könnt sehen, das Servicebild ist wieder da, aber diesmal haben wir den Fehlercode 12. Das, was die meisten beim Hotswap falsch machen, ist das Timing. Deswegen schaltet im BIOS die Bootpriorität erstmal auf CD, damit er beim Anmachen erstmal versucht, von CD zu booten. Das Ganze ist jetzt soweit vorbereitet, dass das Kabel gezogen ist für den Fehlercode 12. Das AV-Kabel und das Stromkabel sind an der Xbox angeschlossen. Mit dem IDE-Kabel kommen wir auch super dran und die CD ist auch schon im Laufwerk vom PC. Ich fange jetzt immer so an, dass ich erstmal den PC anmache, mir die Tastatur in die Hand nehme und dann auf den richtigen Augenblick warte, um Pause zu drücken auf der Tastatur. Denn wenn wir den PC pausieren, hindern wir ihn am Weiterbooten und können uns so im richtigen Augenblick weiter um den Hotswap kümmern. Ist das Ganze korrekt pausiert, mache ich die Xbox an und warte jetzt darauf, dass die LED anfängt rot zu leuchten. Jetzt ist der Fehlercode 12 eingetreten und jetzt können wir das IDE-Kabel austauschen. Wir nehmen also das IDE-Kabel von der Festplatte weg. Die Festplatte ist jetzt offen, geunlockt und jetzt können wir das IDE-Kabel vom PC anschließen. Den Hotswap im richtigen Augenblick zu pausieren, ist von PC zu PC leider mal ein bisschen unterschiedlich. Das müsst ihr ausprobieren. Manche müsste man jetzt schon pausieren, wenn man ein Logo sieht. Bei meinem ist das so, ich muss den hier in dem Fenster pausieren. Das ist kurz bevor der auf die CD booten will. Und jetzt tausche ich die IDE-Kabel um. Die allgemeine Regel besagt, dass man den Hotswap machen soll, kurz bevor der PC die IDE-Verbindungen prüft. Habt ihr die IDE-Kabel erfolgreich getauscht, drückt ihr irgendeine Taste auf der Tastatur, damit der PC weiter booten kann. Wenn die Recovery-CD anständig läuft, solltet ihr in dieses Menü reinkommen und an der Stelle nehmen wir die Option 1, Boot VGA-Konsole. Das Ganze bootet jetzt hoch und das dauert in der Regel auch immer so 1 bis 2 Minuten, bis ihr in das nächste Menü kommt, deswegen spule ich das natürlich ein bisschen vor. Wenn er dann endlich mit dem Booten durch ist, kommen wir ins nächste Fenster. Das sieht dann so aus und hier tippt ihr ein Xbox HD und drückt Enter. Jetzt braucht er wieder ein paar Sekunden und im nächsten Fenster bestätigt ihr das Ganze mit Yes und drückt wieder Enter. Hier angekommen seid ihr in so einer Art Hauptmenü vom Xbox HD Maker. Wie ihr sehen könnt, gibt es hier einen Haufen an Optionen. Zum Beispiel könnten wir mit der Nummer 1 eine komplette Festplatte neu aufspielen. Wir können mit der Option 2 nur die C-Partition einer Festplatte formatieren oder zum Beispiel mit der Nummer 3 eine Festplatte klonen und so weiter und so fort. Da ich mir ziemlich sicher bin, dass die Festplatte, die wir gerade haben mit dem Fehlercode 16 wieder laufen wird, wenn wir nur die C-Partition formatieren, nehme ich an der Stelle die Nummer 2. Im nächsten Fenster nochmal mit Yes bestätigen und wenn das mit dem Hotswap alles geklappt hat, werdet ihr jetzt Informationen zu eurer Festplatte sehen. Wenn die okay sind, dann sucht er die Dateien jetzt für das Backup. Wenn er diese gefunden hat, einfach nochmal mit Yes bestätigen und jetzt könnt ihr zugucken, wie die C-Partition formatiert wird. Das Ganze dauert natürlich 5 bis 6 Minuten, also habt etwas Geduld. Wenn ihr das All Done seht, dann ist die Formatierung fertig. Der schmeißt euch automatisch wieder zurück ins Hauptmenü. Hier nehmen wir die 8, beenden alles und wenn ihr das Goodbye seht, könnt ihr den PC und die Xbox ausmachen und zum Test übergehen. Ich mache jetzt mal nur einen schnellen Test, einfach weil ich nicht allzu viel Zeit damit verschwenden will. Alle Kabel sind wieder richtig angeschlossen und ich hoffe mal, dass es jetzt wieder in ein Menü bootet. Am liebsten wäre mir natürlich das gesoftmoddete Menü, was wir auch ursprünglich vorhatten. Sieht bis jetzt sehr gut aus, kein Fehlercode 16 zu sehen und was wird passieren? Natürlich das, was ich erwartet habe, das gesoftmoddete Menü, die Xbox läuft wieder. Als abschließenden Test lege ich jetzt mal ein gebranntes Spiel rein, Outrun 2006, habe ich damals auf eine DVD-R gebrannt und das Philips-Laufwerk kann die lesen, also einfach mal rein das Spiel und gucken, was passiert. Die Xbox sollte jetzt imstande sein, gebrannte DVDs zu lesen. Ihr könnt auch eine FTP-Verbindung aufbauen und Emulatoren drauf kopieren und spielen. Wir sind soweit durch mit dieser Festplatte. Das Spiel würde gerne weiterladen, aber wir hören an der Stelle auf, denn die Xbox wurde erfolgreich gesoftmoddet.
So, ihr habt ja jetzt gesehen, dass diese Festplatte tippitoppi läuft und ich habe ja gesagt, wir machen das mit einer anderen Festplatte, mit einer neuen. Das ist eine Seagate 80 GB und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese Festplatte kaputt ist. Das Gute an der Sache ist, ihr braucht die Xbox nicht mehr zwingend. Ihr braucht die ja eigentlich nur, damit ihr den Hotswap zwischen PC und Xbox machen könnt, damit ihr die Festplatte anlocken könnt, was ja in dem Augenblick die Xbox für euch übernimmt. Und das ist halt das Gute bei eurer neuen Festplatte, die ist natürlich schon offen, geunlockt, offen zum Beschreiben und da solltet ihr auch vielleicht beim Kauf drauf achten, aber in der Regel werden die natürlich nicht so verkauft, die werden ganz normal verkauft und deswegen ist es auch so einfach, das Ding zu bespielen. Dieses Locken ist halt nur so eine Art Kopierschutz von Microsoft und den haben wir ja auf der neuen noch nicht drauf, deswegen brauchen wir die Xbox auch nicht und können die neue Festplatte ganz einfach am IDE-Kabel vom PC direkt anschließen. Wir können auch den Strom einfach vom PC beziehen und ja, ich stelle das jetzt einfach mal hier hin, damit ich die Festplatte darauf ablegen kann und jetzt können wir die Festplatte mit unserer Recovery-CD einfach komplett neu formatieren. Den PC könnt ihr mit derselben Recovery-CD starten, denn wir wollen die neue Festplatte ja in die gleiche Xbox einbauen und deswegen können wir auch denselben HDD-Key von dem EEPROM benutzen. Hier nehmen wir wieder die Option 1, Boot VGA-Konsole, das Ganze bootet jetzt ein bisschen und wenn ihr dann schnell genug hinguckt, bei HDA sollte eine Nummer sein, hier unten, wenn da eine ist, das ist gut, dann wurde die Festplatte schon mal erkannt, das ist die Typennummer der Festplatte. Und ja, jetzt bootet der halt wieder 2 Minuten, habt was Geduld, dann kommt ihr wieder in das Fenster und hier gibt ihr ein Xbox HD, haben wir alles schon mal gemacht, jetzt lädt er wieder ein paar Sekunden, an der Stelle bestätigt ihr dann wieder und jetzt seid ihr wieder in dem Hauptmenü vom Xbox HD Maker. Weil wir ja diesmal eine komplett neue Festplatte aufsetzen wollen, nehmen wir die Option 1. Der gibt euch jetzt Informationen, dass das Ganze in 2 Schritten passiert. Erstmal schreibt er die Partitionstabelle, dann will er die Partition formatieren. Dann meine Seagate schon mal in einer Xbox drinne war, ist diese Partitionstabelle schon drauf. Das ist zwar jetzt ein bisschen blöd, aber echt nicht weiter schlimm, denn bei einer ganz neuen Festplatte wird er euch einfach nur darauf aufmerksam machen, dass diese Partitionstabelle nicht gefunden wurde und ob er diese erstellen soll und das bestätigt ihr einfach mit Yes und drückt Enter. Danach wird er anfangen, Partitionen zu erstellen und bei einer Festplatte, die über 8 GB groß ist, wird er euch fragen, ob er die F-Partition erstellen soll. Und da tut ihr auf jeden Fall mit Yes bestätigen, denn wir wollen diese F-Partition. Wenn ihr damit durch seid, findet ihr auch die Partitionstabelle und will wissen, ob ihr die Partition jetzt formatieren wollt. Das Ganze bestätigt ihr natürlich wieder mit Yes. Der fängt dann an zu formatieren, aber nicht wirklich lange. Der macht euch dann erneut nochmal darauf aufmerksam, dass er eine F-Partition gefunden hat und ob er diese auch formatieren soll und da macht ihr auch wieder Yes. Ein Schritt weiter fragt er euch dann, ob ihr die C und die E reparieren wollt, beziehungsweise er muss sie ja noch formatieren, deswegen hier auf jeden Fall wieder mit Yes bestätigen. Das Ganze dauert dann wieder so 5 bis 6 Minuten, bis er die C-Partition fertig hat. Danach fragt er euch dasselbe nochmal mit der E-Partition, hier auch wieder mit Yes bestätigen. Das kann dann auch wieder 4 bis 5 Minuten dauern. Er schmeißt uns jetzt zurück in das Hauptmenü. Wir sind aber noch nicht fertig an der Stelle. Wir müssen die Festplatte jetzt noch unbedingt locken, deswegen mal hier die 8 eintippen für beenden, nach dem Goodbye in die Zeile einfach mal Reboot reinschreiben und Enter drücken, jetzt kann das System neu starten. Seid ihr dann wieder in diesem Auswahlmenü, nehmt ihr die 3 zum Anlocken und Locken einer Festplatte, das Ganze bootet jetzt so circa 2 Minuten hoch. Im nächsten Bildschirm gibt es dann 2 Möglichkeiten, da wir die Festplatte ja locken wollen, schreiben wir mal hier rein Lock HD, drücken Enter und hier könnt ihr 3 Optionen sehen, wir wollen die erste, schreiben deswegen rein Lock HD, Leertaste minus A und drücken Enter und es kann passieren, dass dieser Fehler eintritt, die Festplatte ist stehen geblieben und lässt sich in dem Zustand nicht locken. Wie ihr das wegbekommt, zeige ich euch. Was ihr macht, ist ganz einfach. Erstmal schaltet ihr den Computer wieder aus und zieht das IDE-Kabel an der Festplatte raus. Dann startet ihr den Computer wieder und pausiert den am besten da, wo ihr auch einen Hotswap machen würdet.
Jetzt steckt ihr die Festplatte wieder an das IDE-Kabel, drückt eine Taste auf der Tastatur, die CD kann weiter booten, die Festplatte wird gleichzeitig mit hochfahren und so umgeht ihr das Problem. Hier in dem Menü dann also nochmal die 3 eintippen, damit wir zum Locken und Unlocken kommen. Das Ganze würde natürlich jetzt wieder 1-2 Minuten booten. Wenn ihr dann hier seid, könnt ihr wieder Lock HD reinschreiben, falls ihr vergessen habt, was für ein Kürzel wir brauchen. Wir brauchen die Option A, also schreiben wir rein Lock HD. Leertaste minus A, drücken Enter und zack, sind wir auch schon einen Schritt weiter. So, und jetzt wird es ernst. Wir sind kurz davor, die Festplatte zu locken. Wenn die einmal gelockt ist, dann kommt ihr nicht mehr so einfach da drauf wie am Anfang. Wenn ihr die Festplatte also danach in der Xbox einbaut und ihr bekommt einen Fehlercode 21, dann habt ihr irgendetwas falsch gemacht und müsst das leider nochmal komplett wiederholen. Damit ihr das wiederholen könnt, müsst ihr logischerweise die Festplatte erstmal wieder unlocken. Das könnt ihr dann entweder über den Hotspot machen oder mit einem Programm, das sich HDAT2 nennt. Wie das Programm funktioniert und was ihr dafür braucht, zeige ich euch aber in einem späteren Video. Was ihr an der Stelle noch machen könnt, ist, schreibt euch den HDD-Key auf. Falls ihr die Festplatte unlocken müsst, braucht ihr den dafür. Alternativ kann man aber auch das Masterpasswort benutzen, gerade wenn ihr HDAT2 benutzt. Daher ist der HDD-Key nicht zwingend notwendig. Nichtsdestotrotz, notiert euch den einfach mal. Wenn ihr aber Schritt für Schritt alles nachgemacht habt, dann braucht ihr nichts zu befürchten und es sollte alles funktionieren. Also nur Mut und das Ganze mit Y bestätigen. Ihr bekommt dann auch nochmal die Info, dass das Masterpasswort zu Xbox Scene geändert wurde und der Log erfolgreich war. Jetzt einfach mal Power Off eintippen, mit Enter bestätigen. Der PC fährt dann runter. Ihr könnt die Festplatte einfach abklemmen, zurück in eure Xbox einbauen und das Ganze testen. Ja, einfach mal die neue Festplatte anklemmen, Xbox anmachen und gucken, was passiert. Die wird jetzt erstmal hochfahren und ja, die ersten paar Sekunden können schon entscheidend sein. Da ist aber schon wieder das Microsoft-Zeichen und die lädt auch noch. Das ist sehr gut bis jetzt. Wir haben keinen Fehlercode, weder Fehlercode 13 noch 16 noch 21. Und jetzt ist gerade auch was passiert, aber immer noch kein Fehlercode. Kann sein, dass das jetzt erstmal ein bisschen dauert, aber da sind wir schon, im gesoftmoddeten Menü und wie ihr oben links sogar sehen könnt, haben wir sogar schon eine F-Partition mit 70 GB. Die Festplatte ist natürlich absolut leer, hier ist nichts drauf, liegt aber daran, dass wir die Recovery-CD schon klein gehalten haben. Wir hätten im Vorfeld schon Programme oder Emulatoren drauf kopieren können und dann einfach mit auf die Recovery-CD brennen können, aber das ist kein Problem, darum kümmern wir uns jetzt. Und zwar werde ich dafür die Hexen-DVD benutzen. Wundert euch gerade mal nicht, ich habe hier ein anderes Laufwerk drauf, einfach weil dieses Laufwerk alle Arten von DVD lesen kann. Meine Spiel-CDs, die ich damals auf eine DVD-R gebrannt habe, aber auch meine Boot-CDs, die ich auf eine -RW gebrannt habe. Hitachi, einfach Hammer, liest alles. Das Philips-Laufwerk darunter hat irgendwie Probleme mit DVD-RW. Heißt, ich müsste meine ganzen Boot-CDs auf eine -R brennen. Dann könnte auch das Philips die Boot-CDs laden, ist aber jetzt egal, ich nehme einfach das dafür. Die Hexen-DVD ist eine richtig coole Sache, kann ich einfach nur jedem weiterempfehlen. Die lädt zwar ein bisschen lange, aber das sollte wirklich kein Problem sein. Was wir machen, wenn wir im Hauptmenü sind, erstmal auf Punkt 4 gehen, denn wir wollen uns wichtige Programme auf die Xbox installieren und das machen wir auf die E-Partition, also 4.4 auswählen, ja drücken und jetzt installiert er sehr wichtige Programme. Das könnten wir auch auf F machen, aber ich will F lieber für Spiele und Emulatoren freilassen. So, das Ganze machen wir jetzt auch mal bei 4.2 und installieren uns das Xbox Media Center auf die Partition E. Ist auch super gut und nimmt auch alles nicht viel Platz weg. Jetzt gehen wir einmal zurück, wenn wir schon mal hier sind, nehmen wir einmal die 7 und säubern die Installationsdateien. Wenn wir damit fertig sind, gehen wir einmal auf die 9 und machen einfach mal Clear Cache, um ja, den Cache nochmal aufzuräumen. Und jetzt könnt ihr die DVD rausholen, Laufwerk zumachen und dann einfach Shutdown und das Ding neu starten. Zurück auf der Xbox könnt ihr einfach mal auf Applications gehen und hier könnt ihr sehen, dass wir jetzt Programme haben. Falls euch diese große F-Partition nicht gefällt, könnt ihr mal dieses Programm starten, XB Partitioner 1.3 und hier könntet ihr eure F-Partition in 2 Partitionen splitten, dann einfach von 67 GB auf 2x33 GB. Ich brauche das aber nicht so. Mir persönlich gefällt die F-Partition so groß, wie es geht, weil ihr da sowieso nur Spiele und Emulatoren draufballern wollt.
Also könnt ihr das auch einfach so lassen. Mit der großen Festplatte könnt ihr euch auch ganze Spiele drauf kopieren. Das könnt ihr entweder über eine FTP-Verbindung machen oder mit gebrannten oder originalen DVDs. Ich schaue jetzt einfach mal hier wieder Outrun rein. Gehen wieder in die Applications rein und hier starten wir das Programm DVD to Xbox. Jetzt auf Copy DVD to Harddisk. Hier dann auf eure F-Partition und das Ganze am besten mit dem Unterordner Games. Keine Sorge, dieser Unterordner wird von der Xbox automatisch erstellt. Natürlich kopiere ich das Spiel jetzt nicht auf die Festplatte, das sollte ja nur ein Beispiel für euch sein. Und an der Stelle bleibt mir auch nichts mehr anderes übrig, außer zu sagen, dass wir auch mit dieser Festplatte fertig sind. Es läuft alles so, wie es laufen soll. Ja Leute, ist das nicht Knaller? Wir haben beide Festplatten wieder zum Laufen gebracht. Einmal die originale und einmal sogar eine neue mit noch 70 GB Restspeicher, wo wir richtig fett Games und Emulatoren draufknallen können. Und falls jetzt einer von den Leuten seid, die gerade da rumsitzen und sich denken so, bäh, was labert der für eine Scheiße, was erzählt der mir? PC mit zwei IDE-Anschlüssen habe ich nicht, komme ich nicht dran, wie soll ich das machen? Nicht verzagen, Spielgruft fragen, denn ich bin noch nicht fertig mit euch. Ich will das Ganze nämlich nochmal machen und zwar mit einem PC mit nur einem IDE-Anschluss. Das ist aber auch wirklich das Minimum an der Stelle. Ihr braucht einen PC mit mindestens einem IDE-Anschluss. Wenn ihr da nicht rankommt, dann ja, habt ihr leider Pech gehabt. Bleibt euch nichts mehr anderes übrig, außer die Xbox richtig zu modden, also zu hart modden. Ihr müsst dann entweder ein Modchip einbauen oder ihr müsst das Ding T-soppen. Wie das mit dem einen IDE-Kabel funktioniert, zeige ich euch aber erst in der übernächsten Folge. In der nächsten Folge zeige ich euch, wie man eine Festplatte unlocken kann. Das ist gerade jetzt wichtig für die Leute, die irgendwas falsch gemacht haben und die Festplatte gelockt ist, den HDD-Key nicht haben und auch das EEPROM nicht haben, ja. Deswegen schiebe ich die Folge einfach vor. Also nächste Folge erstmal, wie unlock ich eine Festplatte. Dafür benutze ich, wie im Vorfeld schon mal erwähnt, HDAT 2. Für die Leute, die es bis hierhin geschafft haben, super geil. Herzlichen Glückwunsch zu eurer gesoftmoddeten Xbox. Ich bin sehr stolz auf euch, dass ihr das bis hierhin geschafft habt. Und wir werden noch viel, viel weiterkommen in der Reihe. Ihr habt ja schon gehört, was ich noch zeigen will und was ich noch vorhabe. Am Ende will ich sogar die komplette Festplatte, diesen ganzen Softmod noch mal ein bisschen überarbeiten, das Ganze schöner machen. Wir werden das noch so ein bisschen auf Deutsch machen und das nicht alles auf Englisch lassen. Ich werde euch noch Emulatoren zeigen und ja, wir werden dem Ganzen so den letzten Feinschliff verpassen. Also bleibt dran, bleibt am Ball. Danke nochmal fürs Zugucken. Denkt dran, vielleicht ein bisschen den Channel zu supporten. Das wäre richtig korrekt. Daumen hoch, Abo und wie auch immer. Bis zum nächsten Video.